Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich dachte ich, ich bin fertig für heute. Ich habe den ersten Borreliose Raid hochgeladen, also den kleinen Boris Raid, also Boreos im Raid. Wollte extra Raid am Mittwochmorgen machen, damit heute nicht so viel kommt. Was ist passiert? Der Bockwurst-King postet in WhatsApp eine Meldung. Ich lese mir das so durch und sehe bei der Meldung irgendwie 20 Mal den Begriff Partyhut, Partyhut hier, Partyhut da, Partyhut tralala. Und ich habe schon gedacht, so viel Partyhut, das kann doch nur Fake sein, einfach nur eine Fake-Meldung, so richtig überspitzt, übertrieben, sich darüber lustig gemacht, über die vergangenen Partyhüte, deswegen neues Event und jedes zweite Pokémon trägt Partyhut. Man nimmt das ja gerne mal, um Niantic so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Aber nein, weit gefehlt, denn ganz unten am Artikel steht einfach dran: PokemonGoLive.com.de Post Pokémon Day 2020 und die News sind von einer Telegram-Gruppe, der ich die ganze Zeit schon folge, und über den Link kommt ihr auch direkt zum offiziellen Post von Niantic. Und ich frage mich einfach nur mal wieder, was geht ab bei Niantic? Die drehen immer mehr durch, also die verarschen uns doch und sich selber und gleichzeitig lachen sie sich ins Fäustchen. Es ist ja bekannt, dass am 27. Februar der Pokémon Day ist, da ist immer Jubiläum, da wird immer gefeiert, wunderbar. Aber wir haben doch jetzt Partyhüte gehabt. Pokémon Day, dachte man, kommt auch irgendwas. Aber was jetzt kommt, das ist ja die Krönung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir gucken uns mal den Artikel an hier. Feiern mit Pokémon Go, den Pokémon Go Day 2020. Wusstet ihr schon, jedes Jahr findet am 27. Februar der Pokémon Day statt, denn an diesem Tag erschienen 1996 in diesem Jahr fing alles an. Die kleinen Taschenmonster zogen mich in ihren Bann. Fangen, sammeln und trainieren, ja, ich wollte sie alle haben. 14 Filme in den Kinos und dazu die Sammelkarten. Die ersten Pokémon-Videospiele in Japan. Zur Feier des Pokémon Day laden wir euch zu einem ganz besonderen Event ein. Dann denkt man schon mal, cool, neues Event. Aber was das Event beinhaltet? Außerdem erscheint Pokémon Mewtwo schlägt zurück, Evolution, am 27. Februar auf Netflix. Zur Feier dieses besonderen Filmstarts erscheint Armored Mewtwo wieder in Pokémon Go und wird dabei von einigen der geklonten Pokémon aus dem Film begleitet. Armored Mewtwo braucht kein Mensch, ist richtig schlecht. Hätte man damals, das war genug da, sich einfach eins geholt, egal welche IV, reicht. Wer braucht schon Armored Mewtwo nochmal? Außer es gibt's als Shiny. Was ich nicht glaube, Event zur Feier des Pokémon Day vom Dienstag, den 25. Februar bis zum 2. März. Das ist ja im Prinzip auch nur eine Woche. Jetzt die Details. Einige Pokémon sind zur Feier erschienen. Haltet in der Wildnis Ausschau nach Pikachu und Evoli mit Partyhüten. Erst den dämlichen Blumenkranz, jetzt kriegt auch noch Evoli ein Partyhut, ja? Außerdem schlüpfen Bisasam, Glumanda und Shiki im gleichen festlichen Look. Als wenn das nicht schon die Krönung wäre, aus 7 Kilometer Eiern. Mit etwas Glück könnt ihr beim Feiern auch auf die schillernden Formen dieser Pokémon treffen. Schon wieder Partyhut Pikachu? Ist das eine. Aber jetzt auch Evoli oder was? Mit Partyhut. Als Shiny. Stell dir mal vor, ihr könnt das entwickeln. 1000 Shiny-Entwicklungen mit Partyhut. Aber vielleicht machen sie es wie bei Partyhut Wampel. Ihr könnt es nicht entwickeln. Ist egal, trotzdem. Schon wieder Partyhut Pokémon als Shiny mit Mütze. Was total sinnlos ist. Was ich mir aber auch wiederholen muss. Und jetzt auch noch die drei Starter mit Partyhut aus Siebner Eiern zum Brüten. Hätten die das in die Raids gepackt wenigstens, so wie sie es bei dem Halloween-Event gemacht haben, mit diesem Halloween-Kostüm. Das fand ich richtig erfrischend. So mit 20 Accounts an den Raid gegangen, auf einem war es definitiv ein Shiny. Mit 20 Accounts brüten?
Das wird nicht so krass. So. Armored Mewtwo schlägt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 zurück. Armored Mewtwo tritt nicht nur in Pokémon Go, in Pokémon Mewtwo schlägt zurück Evolution auf. Was für ein komplizierter Titel überhaupt. Es erscheint auch wieder in Raid-Kämpfen und interessiert keine Sau. Und kennt die spezielle Ladeattacke Psychostoß. Ja, aber schlecht ist schlecht. Auch mit Psychostoß ist das immer noch Mist. Dann gibt's, erinnert ihr euch an die Klon-Pokémon? Ich zum Beispiel nicht. Was sind Klon-Pokémon? Keine Ahnung. Einige von ihnen erscheinen bald in Pokémon Go. Zur Feier des Filmstarts von Pokémon Mewtwo schlägt zurück Evolution auf Netflix am Pokémon Day erscheinen besondere Klon-Pokémon in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Bisasflor, Turtok, Glurak. Denkt dran, eure Fotos während des Events mit Go Snapshot zu teilen. Vielleicht erscheint ein Klon Pikachu auf euren Fotos, das ihr fangen könnt. Im Endeffekt ist dann wieder ein Bug im Spiel. Und beim allerersten, der das Klon Pikachu auf seinem Foto hat, ist es shiny. Und dann sagen sie, oh, das war aber aus Versehen. Wie bei Meisterdetektiv Pikachu, was ja auch als Fotobomb Pikachu aufgetreten ist. Und jetzt gibt's Leute, die haben das einfach als shiny. Aber offiziell gibt's das eigentlich nicht als shiny, weil das wieder nur ein Fehler war und rausgenommen wurde. So wie manche Leute Abraham, Fehler, rausgenommen. Aber Abra kommt ja wenigstens irgendwann mal direkt. Was sie mit Meisterdetektiv Pikachu machen, keine Ahnung. Außer beim zweiten Teil, wenn sie nochmal das Pokémon releasen als Shiny für alle. Aber jetzt hier ein Klon-Pikachu aus der Fotobomb. Wenn das Shiny wird, dann drehe ich komplett durch auf jeden Fall. Und dann gibt es die anderen auch als Klon. Sehen die jetzt anders aus? Wisst ihr da mehr dazu? Schreibt es mal rein. Also die Starterentwicklungen, die Endentwicklungen als Klon-Pokémon. Aber auch natürlich aus Raids der Stufe 4. Gut, da muss man wenigstens kein Mewtwo machen. Dann macht man eben Klon-Pokémon-Raids, weil das Mewtwo eben Mist ist. Aber ich will ja eigentlich immer die Erfahrungspunkte mitnehmen. Dann habt ihr weitere Boni. Trainer können 2 Spezialtausche pro Tag durchführen. Das ist okay. Darüber sage ich nichts. Das ist ordentlich. Ich vergesse zwar jeden Tag meinen 1 Spezialtausch. So vergesse ich dann jeden Tag meine 2 Spezialtausches. Tausche, wie auch immer. Aber dann Raid-Tag mit Nidorino und Gengar mit Partyhüden. Warum, Mann? Es gab doch schon einen Raid-Tag mit Gengar. Mit Gengar? Ja, mit Gengar, genau. Es gab einen Raid-Tag mit Gengar, der eigentlich im Nachhinein total sinnlos war. Denn man hat da 1000 Pässe rausgeballert, um das Shiny zu bekommen. Aber nachträglich konnte man ja Nebulak Shiny bekommen und durch das Go-Fest und so weiter hat man dann 10 Shiny Nebula gehabt und hätte sich ein Gengar Shiny einfach entwickeln können. Was machen sie jetzt? Jetzt hauen sie schon wieder Gengar in den Raid-Tag rein, nur mit einer blöden Mütze auf. Und das kann natürlich auch wieder Shiny sein. Also rennt ihr wieder rum und macht 1000 Raids, um das blöde Gengar als Shiny zu bekommen. Aber nicht nur das, wo es wenigstens noch Erfahrungspunkte gibt, gleichzeitig auch noch Nidorino in Stufe 2 mit Partyhut, was auch shiny sein kann, wo ich mir denke, haben die denn komplett und das auch noch beides gleichzeitig, ihr kriegt nur 5 freie Pässe und bei den 5 werdet ihr sicherlich keinen shiny Gengar bekommen. Also müsst ihr ja reincashen und hätten die das nicht an 2 verschiedenen Tagen machen können, aber wer geht raus zu einem Nidorino Raid-Tag? Niemand. Also machen sie beides gleichzeitig, damit ihr auch ja zu wenig Pässe habt und zu viele Möglichkeiten und 2 total sinnlose Pokémon, die es als Shiny im Spiel gibt, aber jetzt mit einer blöden Mütze als Shiny nochmal released werden. Nidorino mit Partyhüden erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 2. Gengar, die die Attacken Schlecker und Psychokinese kennen und Partyhüte tragen, erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Mit Glück, das ist Pech, würde ich sagen, könnt ihr sogar schillernden Nidorino oder schillernden Gengar mit Partyhüten begegnen. Ja, mein Gott, wer freut sich da denn nicht, ne? Ihr erhaltet während des Events bis zu 5 nutzlose, sinnlose Gratis-Pässe. Wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht, ihr könnt ihr doch immer nur einen Raid-Pass im Beutel aufbewahren. Und übrige Pässe verfallen nach dem Event. Ja, wer hätt's gedacht? Let's go! Lasst uns gemeinsam Pokémon feiern bis zum Erbrechen.
Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Wir freuen uns über euer Geld. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr für tolle Überraschungen bereithält. Niantic, ihr seid die Besten auf jeden Fall. Das wird wohl das beste Event. Nur sinnlosen Mist, nur Dreck mit Partyhüten, aber als Shiny. Deswegen muss man sich ja wieder gönnen, wenn man ich ist. Ihr nicht, ihr geht's langsam an, hoffe ich. Lasst euch nicht abziehen, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Was haltet ihr von dem Event, ne? Vor allem in einer Woche. Was soll ihr denn, wie soll ihr das alles machen, Mann? Das und das und na gut, der Raid-Tag ist ja nur an einem Tag und nur 3 Stunden. Oh, da raste ich aus schon wieder komplett und dann müsst ihr aber eine Woche lang brüten um 3 verschiedene aus den 7er Eiern und dann kriegt ihr die immer zu mit Kostümen, dann braucht ihr wieder 2 Stunden, um die zu verschicken. Ihr könnt die ja nicht Massen verschicken, dann müllt euer Beutel wieder zu. Und dann habt ihr vielleicht Glück und ihr kriegt mal einen Shiny dabei. Yeah, auf dem 2. Account. Dann tauscht das euch rüber und dann wird's wieder Lucky. Und dann schmeißt ihr es wieder weg, weil ihr ja kein Lucky wollt. Ihr wollt das Normale mit Bodyhut als Shiny, aber nicht als Lucky Shiny. Wir sind aber auf jeden Fall gespannt, was das Fest bringt, ne? Der Februar ist sowieso schon komplett vollgestopft bis zum geht nicht mehr. Der platzt aus allen Nähten. Jetzt hauen die noch sowas raus. Ich werd bekloppt. Wie findet ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Gerade habe ich noch da gelegen auf meiner Pennermatratze. Wollte schlafen, als ich mein anderes Video rausgehauen habe. Seht das in der Gruppe. Jetzt bin ich auf 180. Aber ich leg mich gleich wieder hin. Dann ist Ruhe im Karton. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.